Hallo Leute, da sind wir wieder mit Digimon World. Ich habe mich im Internet kurz schlau gemacht und weiß jetzt, was das mit Shellmon auf sich hat. Man muss nämlich aus der Festung heraus einen Autopilot benutzen, damit man halt wieder nach Fall City kommt. Ist ja logisch. Und dann muss man neu in dieses Küstengebiet, wollte ich gerade sagen, dieses Klippengebiet. Macht an sich keinen Sinn. Ja, macht keinen Sinn. Aber naja, gehen wir da mal kurz hin und dann müssen wir nämlich wieder von dieser Seite da neu hingehen und dann ist Shellmon angeblich da. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Wenn es nicht funktioniert, dann werdet ihr das gar nicht sehen, was ich hier gerade laber, weil dann werde ich es nämlich nicht drin lassen, außer vielleicht als Gag. Weiß ich nicht. Und Shellmon, bist du da? Ja, es funktioniert, warum auch immer. Du hast mich gerettet. Also warst du das. Ah, das ist perfekt. Was? Ich wollte zu euch, in die Stadt zukommen, damit ich mein Talent gut nutzen kann. Was für eine Art von Talent? Oh, du weißt nichts über mich? Ich bin ein bekanntes Digimon, ich bin bekannt als das Digimon, das alles weiß. Wirklich? Ich habe niemals von dir gehört. Ich bin bereit, in die Stadt zu gehen. Wird das wirklich sinnvoll sein? Ah. Hier. Bis dann. Falsche Richtung, Digga. Naja, egal. Vor allem, er fragt, wird das nützlich sein? Dabei sagt er, jeder mögliche Pisser soll in die Stadt kommen, ja? Also, dann brauche ich gar nicht fragen, ob das hilfreich ist oder nicht. Naja, ich verstehe es nicht. So, jedenfalls... jedenfalls, da Shellmon jetzt da ist, können wir endlich bei der Mission in der Finstervilla weitermachen. Denn hier hat er jetzt ein weißes Brett und da gibt es immer die neuesten News. Da hat er jetzt was über das Dings, ups, berichtet, nämlich über diese Villa. Und dadurch, dass er das... Wow, wieso steht jetzt hier ein Digimon? Dass er das berichtet hat, was soll ich gerade sagen? Dadurch, dass er das berichtet hat, geht's da jetzt nämlich auch weiter. Warum auch immer. Es ist einfach so, dass der Trigger dadurch ausgelöst wird, dass man diese Nachricht auf dem schwarzen, am schwarzen Brett liest. Ja, genau, das wollte ich damit eigentlich auch nur aussagen. Ich finde es halt ziemlich blöd, dass es so getriggert wurde, dass sie es nicht irgendwie anders getriggert haben, aber naja. Und das mit Shellmon ist übrigens auch blöd. Wieso ist der nur dann da, wenn man einen Autopilot in der Villa benutzt, um dann wieder zur Schlucht hinzugehen? Das macht keinen Sinn, sie hätten einem Shellmon noch schenken können, finde ich. Naja. Oder sie hätten es sich schenken können, dass es ihnen gibt, was weiß ich. Gut. Jedenfalls ist man hier in diesem kaputten Baum vorbei. Warum der hier rumliegt, weiß ich auch nicht. Aber das ist auch nebensächlich. Und wieder rein. Oh, du musst Kaka machen. Ah, hier gibt es zwar ein Klo, aber trotzdem. Wenn ich schon Camping-WCs dabei habe, kann ich auch diese benutzen. So, WC-Ente. So, wie war das jetzt? Ich glaube, jetzt müssen wir ja hier rein und sehen, dass er nicht mehr da ist oder so. Ja, genau. Mjotusmann ist gegangen. Ja, und jetzt dürfte rein theoretisch der weitere Weg offen sein. Dum, 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 dum. Denn das hier ist die einzige Tür, wo wir noch nicht drin waren. Und jetzt können wir sie endlich durchschreiten. Eine starke Kraft für Dings die Tür. Egal, dann gehen wir dahin, wo wir ihn das erste Mal gefunden haben. Vielleicht ist er da. Hä? Also, kann auch sein, dass es jetzt wieder ein weiterer Backen im Spiel ist, den ich nicht so gut kenne. Was weiß ich, oder ist er vielleicht hier an diesem komischen Schreibtisch? Nö, das ist er auch nicht. Dann werden wir einfach mal wieder hier runtergehen, wo wir ihn das erste Mal getroffen haben, halt. Gucken wir mal. Ah, das ist es. Ja, komm. Warum auch immer, aber egal. So, Villa, Keller, Mjotusmann ist nicht hier. Ja, okay, was soll ich denn machen? Digga, wenn du mir was Besseres vorschlägst, dann können wir uns ja darauf einigen, dass er einfach weg ist. Aber naja. Gut, naja, dann gehen wir erstmal wieder runter hier. Kann sein, dass die Tür jetzt offen ist, wenn man im Keller war. Nee. Verstehe ich jetzt nicht. Nochmal hier reinkommen. Okay, er will jetzt schlafen. Das wird er gleich dürfen. Sobald wir hier den Weg gefunden haben. Ich verstehe es nicht. Muss ich es verstehen? Ich habe ein schlechtes Gefühl.
oder ich habe ein schlechtes Gefühl bekommen. Ach so, stimmt, das kam erst eine Cutscene. Ich wusste, ihr würdet herkommen. Na, wer bist du? Ich bin Devimon, ein dunkler Engel. Ich besitze die Kraft der Dunkelheit. Weißt du etwas? Myotismon ist in der Villa. Vielleicht ist er im Leben. Hast du das gemacht? Ich weiß es nicht. Alles, was ich weiß, ist, dass du mein Feind bist. Du wirst nicht entkommen können. Haha, what the fuck? Unser Digimon ist gerade durchgespalten, da rechts auf der Seite. Oh nein! Ah, sag Myotismon Hallo von mir. Er ist entkommen. Ich mag diesen Typen nicht. Ja, du hast ihn gerade zum ersten Mal gesehen. Urteilt jetzt noch seinem aus. Nein. Ich will doch nur schlafen. So. Gute Nacht, Digga. Ja, Digga, hab Spaß. Komm schon. So, go to sleep. Ich sleep einfach nur. Wir müssen jetzt hier nicht speichern. Nicht unbedingt. So. Jetzt können wir nämlich hier durch. Und ein Aufzug. What the fuck, denkt man sich vielleicht. Oh, unterirdisches Labor. Kommt man hier vorbei, ohne zu kämpfen? Ja, kommen wir. Unser Digimon. Doch, unser Digimon kommt hinterher. Na du? Soll ich irgendwie. Oh, schade. Ah, ich werde dich bekommen. Oder so. Was? Das ist ein Digimon, was in die Stadt kommt? Sonst wäre hier, glaube ich, nicht so eine finstere Musik. Naja, egal. Dann komm schon, dann stirb. Jo. Scheiße, der hat viel Energie. Übel, naja, egal. Ach, scheiße, komm schon, lass das. Oh, ah, er hat uns zwei abgezogen. Ah, mein Arsch, tut weh. Okay, das nervt jetzt ein bisschen, dass der hier sich so aufspielen muss. Und wir haben ihn damit nicht mehr getroffen, aber komm schon, mach Attacke, mach Attacke, mach Attacke. Geh richtig end up, komm schon. Nur meine Medium-MP hier reinpfeifen, gerade eben. Können wir eigentlich auch einen Schnitzel in den Kampf reinwerfen, einfach mal so. Ach komm schon, Digga. Du musst doch jetzt nicht so. Naja, scheint ein längerer Kampf zu sein, als ich gedacht hätte. Aua. Naja, komm schon. Man gab das Digimon in der Serie damals eigentlich echt? Also ich erinnere mich nicht an dieses Digimon. Was für eine andere Staffel oder so. Och komm, Alter, das muss doch jetzt echt nicht sein, dass der Kampf jetzt hier so langwierig wird. Ich kurz vorspulen, tut mir leid. Mit dem MP nochmal eben. So, jetzt kann ich auch noch die Dings machen hier. Wenn wir schon dabei sind. Oh, und jetzt nochmal richtig hart einen rein, so. Da bin ich jetzt aber gespannt, ob der jetzt der Stadt beitritt, also das wüsste ich jetzt nicht mehr. Da steht doch schon mal was. Tekkamon Shop. Ach so, nur so eine Disc, die wir für 2000 verkaufen können wieder. Nehmen wir einfach mal mit, können wir ja verkaufen. So. Nur noch das unterirdische Labor. Und das Myotismon. Myotismon, was ist passiert? Na, müssen wir mal gucken. Am besten wir gehen hier. Ja, gehen wir dir halt erstmal zu essen. Ja, Leute, man könnte merken, es sieht hier ziemlich ekelhaft aus. Was ist hier vorgefallen? Das wird uns jetzt echt sehr dringend interessieren. Da ist etwas. Oh mein Gott. Bist du? Ein Skelett-Digimon? Bist du Flo? Ich spüre kein Leben von ihm, aber ziemlich viel Boshaftigkeit. Ich würde mich wundern, wenn er etwas, wenn er Myotismon mal etwas angetan hat. Wenn du es mir nicht erzählst, dann werde ich dich angreifen. Hey, das sagt er jetzt. Warum Skull Greymon, hallo? Es ist kein Greymon, es ist ein. Oder? Hieß er Skull Greymon? Ne, Greymon hieß doch dieses. Ach, keine Ahnung. So gut kann Digimon jetzt auch nicht auskommen. Okay, das scheint jetzt aber ein stärkerer Gegner zu sein. Ist das also quasi der Boss von der Finstervilla, Leute? Wir sind gespannt. Er sieht doch schon ziemlich bossähnlich aus, wenn man das so sagen kann. Nochmal Medium MP hier geben. Du dum 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 dum. Aua. Okay, er ist ziemlich böse drauf, kann man so sagen. So, jetzt hat er sogar abgewehrt. Was geht ab? Aua.
Au, das war ein richtiger Tritt in die Kronjuwelen. Übel. Entschuldigung, ich werde kurz vorspulen, weil das mir zu lange dauert einfach. Das hat mir jetzt gerade leid getan. Ich werde das eben machen. Weh, das sieht jetzt nichts, weil du gerade so komisch bist. Okay, er ist tot. Tut mir leid, dass ich gerade vorgespult habe, aber es hat mir einfach zu lange gedauert, weil sich jedes Mal verwandelt hat in dieses komische Vieh. In dieses komische Papierteil da. Offensiv-Chip. Ah, ich werde dich angreifen. Hast du auch eben schon gemacht, hä? Ich sollte Myotismon so schnell retten wie nur möglich. Okay. Ja, bald möglich, kann man sagen. So, gehen wir mal hin. Ist das Geld jetzt vielleicht offen? Durch einen seltsamen Mechanismus ist es offen. Myotismon, geht's dir gut? Oh, du bist es. Du hast mich schon wieder gerettet. Ja, was ist passiert? Hast du Devilmon gesehen? Ja, das habe ich. Er ist gemein. Er hat meine Recherchen, Research. Ach, keine Ahnung, er hat meine Truppen einfach mal, sag ich mal, mit Boshaftigkeit ruiniert. Ja, bla. Tut mir leid, Leute, aber so viel übersetzen muss er echt nicht sein. Vielleicht. Er könnte, wenn er selbst wäre, könnte er nur ein Teil eurer Gruppe werden. Ich werde, die aber in der Arena beitreten. Jemand von euch könnte mich vermitteln. Ach, keine Ahnung, was die hier labern. Ich weiß es nicht. Skullgrayman, das dürfte jetzt jedenfalls nicht mehr da sein. Und ich würde sagen, damit benutzen wir eben einen Autopilot. Die Villa haben wir nun zu 100% abgeschossen, mag ich meinen. Dann kommen wir direkt hier nach Fallsfield, würde ich sagen. Aber da wir auch einen neuen Tag haben, glaube ich zumindest, haben wir geschlafen. Sagst du uns was Neues? Nee, er sagt immer noch, das mit der unsichtbaren Brücke. Anscheinend kommt da nichts mehr von seiner Seite aus. So, 3 Stücke Fleisch. Er hat das kurz geleckt, aber auch nicht schlimm. So, dann würde ich sagen, wo gehen wir jetzt hin? Ich würde sagen, wir reden erstmal mit Gigimon, damit er uns sagen kann, wie viel Wohlstand unsere Stadt momentan hat. Shellmon ist hergekommen, da, ja. Ninjamon, ach so, haben wir am Ende vom letzten Part noch gemacht. Skullgrayman, Myotismon. 45, es entwickelt sich gut. Okay. Das ist doch schon mal nicht schlecht, ne? Es gibt noch viel, was wir machen können. Beziehungsweise momentan, so spontan fällt mir nichts ein, was wir machen könnten. Denn mit unserem Metall Greymon wird sowieso, das dürfte ja Metall Greymon sein, was wir jetzt haben, ich weiß es nicht. Das dürfte ja sowieso bald an Altersschwäche sterben, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Okay. Jetzt werden wir hier hochgehen und gucken, ob Unimon jetzt endlich mal da ist. Das wäre jetzt passend. Wow. Unimon ist das einzigste Digimon, was uns im Shop noch... Nee, nicht das einzigste. Es gibt ja noch einen Monochromon, den wir mal gesehen haben. Bei dem wir im Shop spielen müssen, quasi spielen, ja. Ey, komm schon. Verarsch mich jetzt nicht. Wieso kommt diese Scheiße nicht? Diese Scheiße, dieses Vieh, meine ich. Okay. Ups, ja, es ist leer, genau. So. Gut, hier kommt normalerweise ein Digimon. Es ist auch wieder sowas wie in der Maschinenstadt, so glücksbasiert, ob der da ist oder nicht. Schade, dass er jetzt nicht da war. Das wäre natürlich die perfekte Gelegenheit gewesen. Ich würde sagen, ich fange dann irgendwann mal mit einem Part an, in einem Part an dieser Stelle an, damit ich direkt gegen ihn kämpfen kann. Dann werde ich halt offscreen so lange da rumlaufen, bis er endlich erscheint im Screen. Und dann geht das schon. Na, ihr? Alter, warum rennt ihr so? Ja, egal, komm schon. Und hoch. So, die Zahnradsteppe sind wir wieder. Warum auch immer wir nicht hier hinfliegen konnten mit Birdrimmon, weil mit Birdrimmon können wir nur in die Dino-Region, ins Eisland und zur Schlucht fliegen, aber hier irgendwie seltsamerweise nicht. Wow. Alter, wieso rennst du so? Ein Gabumon. Oh, noch ein Gabumon. Und gehen wir erstmal nach hier. Ich weiß nicht, ob wir den richtigen Zeit erwischt haben. Den richtigen Zeit, genau. Denn manchmal sind hier. Nee, sind jetzt nicht. Manchmal sind hier nämlich Händler, die verkaufen besondere Sachen. Aber momentan sind sie nicht da, deswegen ist das jetzt erstmal egal. Ach komm. Stell dich nicht so an. Bitte nicht. Stell dich nicht so an, du dummes Schwein.
Arschloch. So, Moment. Soll ich erstmal hier das machen? Joa, One-Hit-Kill. War ja ein starkes Digimon. Hat sich echt lang gehalten, Respekt. Hast du gut gemacht. Jo, ich glaube, wir haben fast alles, was wir vorerst in der Zahnradsteppe machen können, gemacht. Es gibt natürlich hier später noch was, zum Beispiel Leomon, den müssen wir noch was bringen. Und das hier ist übrigens der Eingang in die Maschinenstadt, die wir vorher nur mit Warmon erreichen konnten. Aber jetzt können wir da auch so hin. Upsala. Jo. Und, wow, ich möchte jetzt nicht kämpfen. Alter, ich will nicht kämpfen, sagte ich. So, denn jetzt gehen wir mal in ein Gebiet, in dem wir noch nicht waren bisher. Hierhin. In den Gecko-Sumpf. Oh yeah. Hier ist es sexy. Oder so. Ach, Alter, wieso... Na, komm schon. Oh, und hier ist er nicht so gut gelaunt. Das finde ich jetzt echt nicht so politisch korrekt. Alter, normalerweise müsste hier nämlich ein Digimon sein, gegen das wir jetzt kämpfen. Aber das ist seltsamerweise nicht hier. Das Spiel ist mir irgendwie zu random. Naja. Wie dem auch sei. Ich würde sagen, erstmal kämpfen wir dieses Vieh jetzt hier kaputt. Wir kämpfen das Vieh kaputt, genau. Alles richtig. Ja, es hat aber auch nicht so viel. Zweimal müssen wir es treffen und dann ist es schon tot. Treffen, sagte ich. Und da ist es tot. Ganz einfach, ganz simpel, ganz locker. Ja, da. Okay, gut. Haben wir noch ein bisschen Zeugs hier dazu. Ich hoffe, unser Metall Greymon stirbt jetzt nicht, weil es dürfte bald sterben. Es ist jetzt, glaube ich, 17 oder 18 Tage alt. 17 Tage alt. Ich muss ehrlich sagen, er ist ein starkes Demon geworden. Dafür, dass es unser... Oh, passt ja direkt. Dafür, dass es unser erstes Digimon ist in dem Spiel. Ja, hier kommen wir noch nicht durch. Ich frage mich gerade, wo ich jetzt nächstes hingehen soll. Wo ich mir jetzt am einfachsten noch jemanden in die Stadt holen kann. Und noch ein böses Shellmon. So. Gehen wir weiter nach rechts. Und gucken, was ist hier noch so. Ja, ist klar. Alter, was geht hier ab? Ach. Oh, hier sind die Digimon also stark. Ich habe keinen Bock zu kämpfen. Leider, dass ich das jetzt wieder vorspule, die Kämpfe, aber die dauern mir gerade etwas zu lange, muss ich sagen. Muss ich ehrlich gestehen. Da ist noch einer. Dann gehen wir hier lang. Ach, hier sind wieder ein paar tollwütige Arschlöcher. Ey, komm schon. Wieso hat der auch so viel AP? Moment mal. Das ist so unlogisch, dass die ja alle so viel AP haben. Das macht einfach keinen Sinn. Stirb. Ja, natürlich lebt er noch. Das ist ja logisch. Aber jetzt ist er tot. Ich gehe nach Hause. Außer der verliert jetzt wieder Fleisch, oder was? Ja, das verliert er fast immer. Na toll. Brauche jetzt auch nicht so stolz auf mich sein. Hier gibt es nochmal noch ein Digimon, aber das ist nur nachts da. Ich würde sagen, das können wir momentan... Das können wir mal eben machen. Wir sehen uns gleich wieder, Guys. Okay, da bin ich wieder. Ich habe was probiert, aber er ist nicht gekommen. Ich war nachts da, ich war am Nachmittag da, ich war am Abend da, ich war um diese Zeit jetzt da. Am Abend. Ich war am Morgen da, ich war um jede Zeit, mögliche Zeit hier. Und er war nicht da, das heißt, ich habe keine Ahnung, wie der kommt. Das heißt, es ist alles doof gerade. Aber kein Ding. Wir werden hier noch kurz ein bisschen rumlaufen. Mal gucken, ob ich jetzt hier noch irgendwas erreiche in diesem Part. Ich denke ja nicht. War etwas weniger erfolgreich. Aber wir haben immerhin die Finstervilla abgeschlossen. Da würde ich mich jetzt verarschen gerade. Wir haben immerhin die Finstervilla abgeschlossen, wollte ich sagen. Und das ist doch eigentlich schon mal ein Erfolg wert, oder? Also... Achievement Get Finstervilla. Sag mal, wieso komme ich jetzt eigentlich immer an denselben Ort, wenn ich hier lang gehe? Normalerweise ist es nicht so. Aber man wird in dem Spiel hier andauernd verarscht, habe ich das Gefühl. Hier ist immer alles anders. So, hier lang. Mal gucken, was ist hier. Jetzt bin ich nämlich schon wieder hier. Ich habe kein.
Ey, komm schon, Digga. Ihr wollt mich verarschen, oder? Was frage ich da eigentlich noch? Jetzt bin ich woanders. Geht doch. Bei ihr war ich auch schon, oder? Jetzt bin ich plötzlich hier. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Ich sagte, was zum Teufel? Was zum Teufel? Und da bin ich wieder. Ups, ja, falscher Knopf. Ich glaube, das hat keinen Sinn, wenn ich hier weiter so im Kreis reite, beziehungsweise immer weiter geradeaus laufe. Oder es macht doch Sinn anscheinend. Na du? Willkommen, junger Mann. Wer bist du? Was möchtest du von einem alten Mann wie mir? Ich kann bei diesem Nebel nicht sehen. Kannst du ihn loswerden? Das ist es also. Ich verstehe. Kannst du das nicht tun? Hör mal als erstes zu, was ich... Okay, Leute, ich würde sagen, das lese ich euch nicht vor, das ist zu viel. Ich kann euch aber sagen, was er in etwa sagt, wenn ich das noch so aus den Erinnerungen rauskriege. Er hat gesagt, was das Problem in der Stadt ist, dass die Digimon angefangen haben, ihre Herzen zu verlieren, also quasi die Liebe zur Stadt zu verlieren, und dann alle abgehauen sind durch ein Problem, was ihm unbekannt ist oder so. Jedenfalls werden wir diesem Problem bald gegenübertreten. Aber vor... Nee, da kommt eh nicht in die Stadt. Ich wollte gerade... So, das hier wird die Spielzeugstadt. Aber hier werden wir das nächste Mal erst uns erkunden. Ich würde sagen, wenn euch der Part gefallen hat, dann unterstützt mich doch durch einen Daumen nach oben. Ist ja nur ein Klick. Und ja, vergesst nicht, ein paar zu kommentieren, was war gut, was war schlecht, etc. und so weiter und so fort. Bis zum nächsten Mal. Ciao.